Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin schon wieder völlig am Arsch. Ja Leute, nochmal. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befinden wir uns hier in einem leerstehenden Bordell. Also eigentlich, wenn man das so sieht, Leute, würde ich sagen, das ist ja schon fast bordelluntypisch, weil das ist ja wohl nicht der Ernst hier. Das sieht schon ein wenig komisch aus, ne? Also ich muss sagen, das ist eigentlich sehr bordelluntypisch alles, wa? Ja. Das sieht ja aus so von der Ausstattung. Wie ein Krankenhaus. Wie eine schlimmere Absteige, ey. Aber da hinten, da geht's auch rüber, wa? Oder ja, ist. Nee, warte mal, das da hinten ist das eigentliche Ding, was wir von der Straße aus gesehen haben, wa? Lass uns mal gucken, dass wir da hinkommen. Wo geht der Weg halt? Da, so Laternen. Irgendwo denke ich mal, die Gebäude werden miteinander verbunden sein. Das wird auch. Wir müssen hier nach unten aus. Wir müssen hier raus. Aber hier, das geht raus. Da. Das sieht doch gut aus, Leute. Ja, hier auch so. Die Zimmer, das ist alles. Klinik, das wird. War Klinik. Hä? War eine Klinik hier gewesen. Ich glaube, das gehört eher zum Puff. Das ist der Puff genau da drüben. Ja, das gehört auch dazu. Ja. Klingeln. Ja Leute, ich würde sagen, was wir gesucht haben, haben wir gefunden. Das hier sieht doch wohl mal ganz extrem nach Erotikmeile aus. Ja Leute, hier haben sich die Ladies fertig gemacht. Alter, hier ist noch Strom auf der Bude. Ja Leute, das ist doch schon so ein bisschen ungewohnt, wenn man durch so ein... Das ist doch schon komisch, wenn man durch so ein Lost Place geht, wo noch Strom drauf ist. Und die Heizung, die sind auch voll am Bollern, weil hier ist eine tierische Hitze drin in der Hütte. Ja Leute, das Ding, das ist doch schon nicht schlecht. Noch komplett eingerichtet. Strom drauf, bei den Temperaturen draußen, Heizung an. Was will man mehr? Das ist ein LP der Extraklasse. Ja, ich würde sagen, hier war Party, ne? Du weißt, wo das landet, ne? Sehe ich auch erotisch aus? Alter! Du weißt, wo das nachher landet, ne? Nicht alles. Ach so, ganz oben war es ja noch nicht, wa? Ja, Miss Shakira wartet oben, ja? Ja, hier ist privat.
Tja. Was mich wundert, Leute, hier liegen Kartoffeln rum. Und diese Kartoffeln, die sind knochenhart. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh. Ich zweifle daran so langsam, dass die Bude hier so leer steht. So fertig wie die ist du mittlerweile? Ja, aber hast du mal in der Küche die Kartoffeln gesehen? Nee. Alter, die sind brandneu, die sind noch nicht mal irgendwie weich. Alter, das Ding ist schon in längerer Zeit geschlossen, das Ding hier. Ja, du siehst das ja auch überall. Du hast ja, hier Wassereinbruch und Schimmel und was weiß ich da, die ganze Rotze. Ja. Aber was mich wundert, ist echt, ja, wie gesagt, die Kartoffeln unten, Alter, die sind brandneu. Ich verstehe auch nicht so ganz bei der Hütte hier, weißt du, Strom noch drauf? Allerdings, wenn du den Kühlschrank aufmachst, da darfst du gar nicht dran denken. So, Leute, wir gehen mal nach unten. Ich habe hier gerade so eine Wendeltreppe gesehen. Die nehmen wir jetzt mal mit. Ach so, wir sind jetzt hier, wo die... Hier waren wir schon. Da draußen ist Sauna, ne? Was? Ich hab schon gelesen. Kleiner noch frei. Müssen wir mal... Mal gucken. Die waren nachts hier. Die waren nachts, weil es dunkel war in der Bude. Ist viel zu hell drin, weißt du? Ja, ist auch scheiße nachts. Ja. Leute, jetzt bin ich enttäuscht. Es gibt kein Licht in dieser Hütte. Das ist doch nicht schlecht. Da sind sogar noch die Öfen drin. Astrein. Schön. Ach, die haben nur eine Sauna. Das ist, da sind wir aber schnell durch. Alles klar. Dann können wir wieder weiter. Das sieht extrem aus nach Lager, ne? Hier brauchst du ein paar neue Schuhe? Ja, ich glaube nicht. Hier sind noch ein paar Fensterscheiben drin. Was weißt du? Ah, da sind schon so alles mal schön gestellte Sachen, ja. Alle schon mal so parat gelegt. Siehst du, überall, das hat, die Schuhe, die High Heels, die sind so durch die Hütte gewandert, das glaubst du, dass ich das nicht gesehen habe, wieder, weißt du? Auf jeden Fall. Überall auf den Betten und so. Das Bett, das war schon so. Aber unten, welche waren die, da oben waren mit der Kühlschrank oder zwei? Die da noch wieder in den Kopf haben, weißt du? Das ist geil, ne? Ich glaube, einer hat Pause gebrochen. Schitiul? Da kann ich mir nachher ein paar Leute zum Holen bringen. Ich habe sie irgendwann mal so eine Gruppe eingeladen, so, so High Heel Faschisten, weißt du? Die haben so verlassen, das war ganz cool, haben sie schon gemacht, aus der Fabrik da in AVB. Deutschland, weißt du? Die Roten. Achso. Der war so zum Holen. Ja, AVB doch auch. Ja, genau, Mann, der AVB. Diese roten High Heels da, weißt du? Ah, Leute, das ist nicht groß. Was? Das ist nicht groß hier. Nee, nur herzlich. Hier ist nur Versorgung. Das war's auch schon. Durch. Lichterkette. Hammarit. Na gut, Hammarit brauchst du. Wenn die Weiber so ein bisschen in die Jahre kommen, dann musst du da auch schon mal ein bisschen mit Hammarit dran. Dass sie wieder ansehnlich werden, ja. Ja, wieder Fotograf bei dem Einsatz. Stell dich mal dahin. Ja, Leute, ich werde mal gucken, wenn ich die Fotos von dem Vogel kriege, dann blende ich die mal ein. Andernfalls geht ihr mal auf MB-Design, da seht ihr den ganzen Krempel, den er da knipst. So, Leute, wir werden dieses LP verlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
das Video. Ich glaube, den lassen wir hier, der passt mir eh nicht so wirklich. Und ja, ich würde sagen, hat es euch gefallen, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert den Kanal, vergesst nicht auf die Glocke zu drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Streich wieder. Ciao, Leute.